Heute beim elektrischen Reporter durchblicken, aufnehmen und verschlüsseln. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Ein durchschnittliches Smartphone besitzt heutzutage mehr Rechenleistung, als die NASA für das Apollo-Projekt zur Verfügung hatte. Der nächste Evolutionsschritt nimmt diese Computertechnik nun aus der Hand und bringt sie ins Gesicht, wie unser erster Beitrag zeigt. Einen Computerbildschirm direkt vor Augen. Ein Display als Brillenglas. Überall und jederzeit surfen, mailen, Videos oder Fotos aufzeichnen und dabei beide Hände frei haben. Mit Datenbrillen wie Google Glass wird das Mobiltelefon zum Körperteil. Bereits als Prototyp sorgt die Google-Brille für Aufregung. Ausprobieren konnte sie bisher nur ein erlesener Kreis, darunter auch Mario Sixtus, bei einem Besuch in den USA. Die Auflösung des virtuellen Displays ist alles andere als hochauflösend. Es ist, glaube ich, 640 x 360, kennen Sie vom C64. Kann man also eher so rohe Informationen drauf projizieren, ist nichts für feine Grafiken. Und am kritischsten fand ich eigentlich die Steuerung des Geräts. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man toucht so ein bisschen an Brillengestell rum, was so ein bisschen unpraktisch ist, oder man spricht direkt mit dem Gerät und das bekommt dann einfach jeder mit, der in der Nähe steht. Am Fraunhofer-Institut in Dresden gehen die Forscher einen Schritt weiter. Ihre Datenbrille lässt sich per Augenbewegung steuern. Die beiden Mini-Bildschirme sind Kamera und Display zugleich. Der Systemdesigner Rigo Herold ist davon überzeugt, dass Google Glass nur der Anfang ist. Eine normale Datenbrille bei Google, wo man sich die Umgebung anschaut und Informationen einblendet, ist ja schon Standardtechnik. Und unsere Idee ist eben, dass man uns eben gerade überlegt, wie kann ich denn jetzt auf kleinsten Raum geschickt, ohne die Hände zu bewegen, Informationen eingeben oder abrufen. Zum Beispiel durch diese Eye-Tracking-Steuerung. Was all diese Brillen gemeinsam haben, sie reichern die sichtbare Realität an, durch eine visuelle Ebene aus Bildern oder Daten. Augmented Reality, angereicherte Realität, nennt sich dieses Prinzip. Und das ist nicht nur im Alltag praktisch, wenn man beim durch die Stadt gehen sofort sehen kann, in welcher Straße man ist, ohne aufs Straßenschild zu schauen. Auch im Berufsleben werden Datenbrillen wichtig werden. Techniker und Ingenieure zum Beispiel können sich Baupläne direkt ins Gesichtsfeld einblenden. Ärzte können während der Operation ständig die Werte des Patienten beobachten. Aber man gewöhnt sich schnell an diese angereicherte Realität, meint der Informatiker Jürgen Geuter. Wenn man das erste Mal aufsetzt, fühlt man sich, als wäre man in so ein Videospiel reingesetzt. Die Welt fühlt sich sogar ein bisschen irreal an, weil halt überall so Sachen drin liegen. Interessanterweise, nach ganz kurzer Zeit tritt das völlig in den Hintergrund. Und man kann sich danach kaum noch vorstellen, wie die Welt ohne das funktionieren soll. Mit dieser Datenbrille eines amerikanischen Unternehmens zum Beispiel kann man eingeblendete Gegenstände durch Handbewegungen durch den Raum bewegen und verändern. Der Hardware-Entwickler Barrett Williams denkt schon einen Schritt weiter. Die Miniaturisierung ist das eigentliche Ziel. Es wird etwas dauern, bis unsere Traummaschine fertig ist. Als völlig integriertes Gerät mit 12 Stunden Akkulaufzeit, das alles kann, was du willst. Schon heute experimentieren Forscher mit programmierbaren Kontaktlinsen. Datenbrillen sind nur der Anfang. Deswegen wird auch so emotional darüber gestritten. Viele haben Angst davor, gefilmt oder fotografiert zu werden, ohne es zu bemerken. Für die Google-Brille gibt es sogar schon eine App zur Gesichtserkennung, obwohl Google diese Funktion eigentlich untersagt. Der Datenschützer Thilo Weichert nennt Glasträger rücksichtslose Idioten. Dem kanadischen Professor Steve Mann, der seit 35 Jahren selbst entwickelte Datenbrillen trägt, wurde seine halbimplantierte Brille sogar schon vom Kopf gerissen. Jürgen Geuter begrüßt diese im Moment lebhaft geführte Debatte. Deshalb sind ja auch die jetzt aufkommenden Datenbrillen so wichtig, weil wir können das sehen und wir können die Regeln aushandeln, wie wir damit umgehen wollen.
wie geht man damit um? Was macht man, was ist da noch höflich, was ist da vielleicht nicht mehr höflich? Was wollen wir nicht als Handlungsspielraum haben? Und genau das sollten wir jetzt, wo man es noch sehen kann, miteinander aushandeln. Deshalb sind die jetzt kommenden Prototypen nicht wegen ihrer Funktion so spannend, sondern wegen ihrer sozialen Einbettung. Datenbrillen werden die körperliche und die digitale Welt optisch miteinander verschmelzen. Aufhalten lässt sich diese Entwicklung nicht. Denn irgendwann werden Datenbrillen so unauffällig und alltäglich sein, dass sie niemandem mehr auffallen werden. Computertechnik hat sich mittlerweile in nahezu jeden Winkel unseres Lebens vorgeschlichen. Auch im Bereich der Musikproduktion geht ohne Digitales nichts mehr. Dennoch existiert immer noch das Konzept namens Band. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hi, wir sind Abby und ihr findet uns bei Twitter unter AbbyBand. Kurz und knackig. Wir haben uns vor 8 Jahren kennengelernt beim Musikstudium, haben dann 2009 die Band gegründet und spielen seitdem gemeinsam viele Konzerte in Europa und versuchen eigentlich die ganze Welt noch zu bekommen. Das Album heißt Friends and Enemies. Ja, und wir haben diese Platte in England aufgenommen. Die Tatsache, dass wir in England waren und die Art und Weise, wie Leute dort Musik machen, so, die haben wir stark zu spüren bekommen. Also Leute, die in England produzieren, arbeiten auf eine ganz andere Art und Weise als die Deutschen. So, wir sind da mit unserer deutschen Mentalität angerollt und haben gemerkt, dass uns die deutsche Mentalität gar nicht so gut gefällt, weil diese englische, rotzige, leifige Art und Weise dort aufzunehmen, ist für uns auf jeden Fall im Wesentlichen viel besser gewesen. Wir arbeiten schon sehr, sehr, sehr lange daran und es ist auf jeden Fall extrem schwer. Aber wenn man dran glaubt und keine andere Wahl hat irgendwo, dann sollte man das auch natürlich eingehen, das Risiko. Also es ist ja auch mit viel Spaß verbunden und großartigen Erlebnissen. Jeder von uns zweifelt auch ab und zu mal, aber aus diesem Zweifeln heraus generiert man auch wieder eine Motivation, Dinge besser zu machen. Und von daher gehört das dazu. Und ich glaube, das Wichtige ist, da einfach dann weiterzumachen. In der Gruppe ist man auch einfach stärker. So, Niederlagen stecken wir einfach zu viert weg. Und du trauerst nicht alleine, sondern du trauerst zu viert. Wenn jemand uns eine Kritik äußert, heißt es nur lange nicht, dass wir die annehmen müssen inhaltlich. Aber wir nehmen Kritik generell an. Im Zuge so einer Albumproduktion und überhaupt beim Musikmachen werden so viele Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, auch eine negative Äußerung ist halt irgendwo auch so ein, es manifestiert so ein bisschen eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und deshalb, glaube ich, ist sowohl ein negativer wie auch ein positiver Post irgendwie so retrospektiv betrachtet einfach gleichermaßen wichtig für uns. Ich glaube, zu der Zeit, als wir diesen Twitter-Post verfasst haben, das war, als wir unser Video zu Evelyn fertig gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es auch so ein Sinnbild dafür, dass wir, es passiert auch einfach so viel bei uns, so viele Dinge laufen halt einfach gerade rauf und runter und ich glaube, dass es einfach manchmal halt einfach auch so ein Befreiungsschlag im Facebook-Worten ist, halt einfach zu sagen, dann heißt für uns halt einfach, wow, wir sind einfach überwältigt damit. Kommen wir nun vom Vertonen zum Verschlüsseln. Letzteres mit der eigenen Netzkommunikation anzustellen erscheint angesichts der allgegenwärtigen Geheimdienstaktivitäten immer sinnvoller. Doch für die allermeisten Zeitgenossen ist Kryptographie etwas äußerst Kryptisches. Kryptopartys wollen das nun ändern, wie unser nächster Beitrag zeigt. Spuren im Internet verwischen, verschlüsselte Botschaften senden, Tarnkappen einsetzen. Wer eine Kryptoparty besucht, will vor allem eins: mit anderen im Internet kommunizieren, ohne dabei von den Geheimdiensten abgehört zu werden. Deswegen hat auch Malte Diek seine erste Kryptoparty besucht. Mittlerweile organisiert er selber welche und bringt anderen bei, wie sie E-Mails verschlüsseln oder sich anonym im Internet bewegen können. Das gibt ein ganz anderes Gefühl von Vertrautheit und Privatsphäre. Nicht vorher es immer ein bisschen merkwürdig fand, eine E-Mail zu verschlüsseln, mir irgendwie merkwürdig vorkam, war es danach plötzlich andersrum, dass es mir irgendwie sehr merkwürdig vorkam, eine E-Mail unverschlüsselt zu senden. Die ersten Krypto-Partys fanden 2012 in Australien statt, weil die Regierung dort das Datenschutzgesetz abschwächte. In kleinen Gruppen brachten sich Internetnutzer gegenseitig bei, wie man Software zum Verschlüsseln und Anonymisieren benutzt.
In Deutschland sind Kryptopartys populär geworden, nachdem bekannt wurde, wie viele Daten der US-Geheimdienst NSA abfängt und speichert. Eine verschlüsselte E-Mail zu verschicken, ist dabei noch das Einfachste. Aber schon die Installation der Software schreckt viele Internetnutzer ab. Und oft sind die Programme für Ungeübte schwer zu bedienen. Deswegen ist für die meisten der Besuch ihrer ersten Kryptoparty ein Blick in eine völlig fremde Welt. Es ist das primäre Ziel, Hemmschwellen abzubauen. Und tatsächlich haben wir mittlerweile die Programme, die es sehr einfach machen, E-Mails zu verschlüsseln, Chat-Kommunikation sowieso und auch das anonyme Browsen ist kein großes Mysterium. Ein anderes Werkzeug zum Beispiel ist der Tor-Browser. Er verschleiert die eigene IP-Adresse beim Betrachten von Internetseiten. So kann man sich weitgehend unerkannt im Web bewegen. Doch jedes zusätzliche Sicherheitsprogramm macht das Kommunizieren im Netz aufwendiger, langsamer und unkomfortabler. Der Internetaktivist Arjen Kampuis findet diesen Aufwand gerechtfertigt. Denn zurzeit können sich Internetnutzer nur selbst gegen die datengierigen Geheimdienste schützen. Die Regierung verspricht, dass sie deine Briefe nicht öffnet. Und solange sie sich daran halten, ist alles in Ordnung. Aber natürlich weißt du, dass du dir nicht sicher sein kannst. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie dieses Versprechen eben nicht halten, sondern es im ganz großen Stil brechen. Doch ein Wettrüsten mit den Geheimdiensten ist fast aussichtslos. Oft ist Verschlüsseln sogar unmöglich. Bei der geplanten Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel wird protokolliert, wer sich wann an welchem Ort mit seinem Handy ins Mobilfunknetz einwählt. Immer mehr Internetnutzer bezweifeln deswegen, ob der Staat wirklich ein Interesse daran hat, dass seine Bürger unbeobachtet kommunizieren und surfen können. Für Volker Beck, menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen, steht daher vor allem der Staat in der Pflicht, um Vertrauen zu werben. Also ich denke, es kann nicht die Aufgabe des Bürgers sein, seine Privatsphäre selbst zu schützen, sondern das schützen die Gesetze. Und deshalb ist der Ratschlag der Verschlüsselung als Lösung für die aktuelle Diskussion eine Zumutung an die Bürgerinnen und Bürger. Volker Beck fordert, die Geheimdienste schärfer zu kontrollieren. Verschlüsselungen kann man knacken. Oder die Geheimdienste umgehen die Verschlüsselung und besorgen sich den Inhalt und die Verbindungsdaten von E-Mails und Chats direkt bei Unternehmen wie Apple oder Microsoft. Wir nutzen alle Microsoft. Microsoft angeblich nutzt Verschlüsselungstechnik und andererseits wissen wir, dass Microsoft auch den USA auf diese Infrastruktur Zugang verschafft. Insofern ist es eine untaugliche Form der Verschlüsselung, wenn der Geheimdienst am Ende mitliest. Sichere Betriebssysteme für den Massenmarkt gibt es nicht. Und die Hersteller der großen Betriebssysteme für Handys und Computer kooperieren mit den Geheimdiensten. Dagegen helfen dann auch keine Kryptopartys. Aber sie öffnen immerhin die Augen dafür, wie leicht wir alle im Internet zu bespitzeln sind. Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Charles Dickens. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.